Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Hallo Freunde, hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine freie Themennacht ist heute hier bei uns angesagt. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht, das ist der Uwe. Ja, Namt. Namt Uwe, und du bist 35 Jahre alt. Stimmt, ja. Sehe ich hier. Ja. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Ich habe ein trauriges Thema. Ich war letztes Jahr, ist der Bruder meiner Frau beim Bergsteigen verunglückt. Bei was verunglückt? Beim Bergsteigen. Beim Bergsteigen? Ja. Voriges Jahr, ja. Mhm. Und wir waren unterwegs gewesen und ich hatte darum gebeten, der ist Martin. Kannst du mich gut verstehen? Ja, ich habe das letzte nicht verstanden. Ja, also der Mann, der verunglückt ist, hieß Martin. Martin, ja. Und das Problem war, dass wir auf der letzten Route, da war der Schwierigkeitsgrad sehr hoch. Mhm. Ich hatte darum gebeten, dass wir einen leichteren Weg nehmen. Mhm. Und das wollte er nicht so gerne. Und hatte einen Abend vorher noch mit meiner Frau telefoniert, hat darum gebeten, dass wir den leichteren Weg nehmen. Dann habe zu ihr gesagt, für den schwierigen Weg reicht wahrscheinlich die Kondition nicht. Ja. Also, weil er auch erfahrener war, wollte er aber gerne diesen schwierigen Weg gehen. Ja. Und er war 30 Meter vor mir und ist dann in die Gletscherspalte gefallen. Mhm. Und 200 Meter tief. Ich konnte ihn nicht lange halten und da ist er gestorben. Ach so, du hast ihn noch versucht festzuhalten. Ich habe ihn versucht. Also er ging vor dir. Er ist, 30 Meter. Dann ist er da reingefallen, ein Stückchen reingefallen. Ja. Du bist hingelaufen und konntest dann noch seine Hand irgendwie halten. Nein, das Seil. Ich habe versucht, das Seil zu halten. Ja. Aber es war super kalt, es war super glitschig und ich hatte selbst keinen guten Halt. Mhm. Und es war schon sehr dramatisch. Wie dramatisch? Das ist ja wirklich wie in einem Film. Fünf Minuten habe ich versucht, ihn zu halten. Wie furchtbar. Und habe den Halt verloren. Und ich habe ihn schreien hören. Und ihr beide wart allein? Oder waren da auch noch andere Leute? Das war das Problem. Weil ich gesagt habe, hör zu, lass uns bitte nicht diesen schwierigen Weg gehen. Ja. Jetzt sag mir doch nochmal die Situation, du hältst dieses Seil, er ist noch bei vollem Bewusstsein währenddessen. Ja, ich habe ihn nicht, als er gestürzt ist, habe ich ihn nicht gesehen, ich habe ihn nur gehört. Mhm. Ich ging davon aus... Ich wollte fragen, wie die Situation vorher war. Ich stelle mir vor, dass das endlose Minuten sind, wenn man da jemanden festhält am Seil. Ja. Aber da konntest du ihn sehen, Baumann sehen. Da konnte ich ihn noch sehen. Das heißt, ihr hattet Augen in Augen Kontakt. Ja. Hat er da etwas zu dir hochgerufen? Ja, dass ich mir Halt suchen soll. Mhm. Und ich habe zu ihm gesagt, ich sage, hier ist nichts, wo ich meinen Halt suchen soll. Und ich bin ja dann so gesehen immer Stück für Stück immer weitergerutscht. Ja, jetzt verstehe ich das mit dem Seil noch nicht so ganz genau. Wie konntest du dieses Seil festhalten? Wo war das? Als wir bei der Wanderung sind wir ja erst 30 Meter vor mir, ist man ja mit dem Seil verbunden. Ach so, also dieses Seil war an dir befestigt? Ja, richtig. Ja, und dann hast du das Seil von dir gelöst oder wie? Ja, das gelöst kann man nicht sagen. Er hatte das Seil nicht festgehalten und das Seil war um meinen Körper und er hat das Seil festgehalten und er konnte sich hinterher nicht mehr halten. Ach so, das heißt, das Seil war an dir nach wie vor fest und er hat es dann losgelassen. Ja. Warum war das Seil nicht an seinem Körper auch ganz fest? Das kann ich dir nicht sagen. Es kann auch sein, dass es sich um seinen Hals geschnürt hat, dass er es versucht hat, sich eine andere Position zu suchen. Das heißt, wenn das eine normale Befestigung gehabt hätte, das Seil an seinem Körper, könnte er jetzt noch leben. Ich vermute mal, wir wären da wahrscheinlich beide reingestürzt, weil ich keinen guten Halt hatte. Das war ein Problem. Irgendwann, nach quälenden 5 Minuten ungefähr, sagst du, hat er losgelassen. Er ist dann gestürzt. Und wohin er gestürzt ist, das konntest du nicht sehen. Nein, das konnte ich nicht sehen. 200 Meter tief. 200 Meter tief. Ja. Um Gottes Willen, was macht man denn dann in der Situation? Auf wie hoch wart ihr schon? 2000 Meter. 2000 Meter. Was macht man denn dann? Dann habe ich das Handy rausgeholt und die Bergwacht alarmiert. Mhm.
Gut, heute geht das mit den Mobiltelefonen, Gott sei Dank. Bis die da ist und der Hubschrauber konnte auch nicht in der Nähe landen. Ich war da circa noch 3 Stunden alleine da oben. Das ist Wollte ich gerade fragen, 3 Stunden alleine? Ganz grausam. Sitzt du da und weißt, dass er da unten... Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist wie ein Albtraum, Domian. Das kann man sich nicht vorstellen. Genau. Man hat ihn dann letztendlich geborgen. Ja, ja. Noch an dem gleichen Tag? Ein Tag später. Und er war natürlich tot. Ja. Ne? Konnte man das so feststellen, dass er wirklich dann sofort verstorben war? Oder? Ja, es war Genickbruch. Also so gesehen hat er nicht lange leiden müssen. Also hat man mir so gesagt. Furchtbar, ja. Furchtbar. Das Problem ist, ich mache mir Vorwürfe. Ich habe zu Martin gesagt, ich möchte nicht diesen schwierigen Weg gehen. Bitte lass uns einen leichteren Weg gehen. Und darüber mache ich mir Vorwürfe. Meine Frau macht mir Vorwürfe. Ich hätte mich mehr einsetzen müssen, aber ich habe zu meiner Frau nicht mal gesagt, deswegen ist eigentlich unsere Ehe sehr am, also jetzt kriselt, nicht? Sie macht mir Vorwürfe. Sie hat ja ihren Bruder verloren, ne? Ja, ist klar. Aber der Bruder hat ja letztendlich das forciert, er wollte ja da gehen, ja, weil er der bessere Bergsteiger war. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich mich nicht durchgesetzt habe. Ist das, man kann natürlich verstehen, dass man im Nachhinein, wenn so ein Unglück passiert ist, dass man sich immer Vorwürfe macht. Aber jetzt mal ganz neutral daran zu gehen. Wie lange habt ihr darüber diskutiert, ob ihr diesen Weg gehen sollt oder den nicht? Ein Abend davor. Halbe Stunde. Ja, und wir halten nochmal fest, er war der Erfahrenere. Ja, und er hatte, also sein Wort hatte schon Gewicht. Wenn er so sagte, aufgrund seiner Erfahrung, das können wir machen, dann war das eigentlich so richtungsweisend. So kann man das sagen. Ja, aber weißt du, Uwe, das ist jetzt so müßig im Nachhinein zu sagen, ich hätte jetzt massiver dagegen vorgehen sollen. Wenn es so war, du hast deine Bedenken geäußert, ihr habt eine halbe Stunde oder vielleicht auch noch ein bisschen länger darüber gesprochen, dann ist das doch okay, wenn man sich dann einigt. Dann sagt man, okay, der macht ihn, das ist ein erfahrener Typ, der sagt das, dann machen wir das halt auch so. Das ist doch nicht deine Schuld dann. Weißt du, was deine Schuld wäre? Ja. Wenn du, selbst dann könnte man darüber reden, aber dann wäre es noch viel schwieriger, wenn du ihn jetzt gedrängt hättest, ach, lass uns doch dahin gehen, lass uns doch den Weg gehen. Ja. Dann fände ich die Situation schwieriger noch für dich. Nur meine Frau hat ja den Verlust des Bruders und ich merke das sehr stark, dass sich viel verändert hat, das ist ja letztes Jahr passiert und ich merke das sehr stark. Und sie macht ja jetzt nochmal auf deine Frau zurückzukommen. Sie macht dir wirklich Vorhaltung? Ja. Kann man so sagen, ja. Von Anfang an oder ist das erst in der letzten Zeit jetzt so hochgekommen? Ja, also immer so. Es gibt immer Phasen, wo es stärker ist und es gibt Phasen, wo es dann weniger ist. Ist sie die Einzige in eurem Umfeld, in der Familie, die so denkt und sich so verhält? Ja, würde ich sagen, ja. Tut dir das weh? Ja, doch, auf jeden Fall. Das glaube ich auch, ja. Ja, ja. Fühlst du dich schon doch auch ungerecht behandelt? Ja, natürlich. Auch missverstanden natürlich. Wie lange seid ihr verheiratet? 7 Jahre. Und vorher war alles gut? Vorher war es besser, ja, auf jeden Fall, ja. Hast du Angst, dass die Ehe zerbricht daran? Ja, habe ich auf jeden Fall. Ja, verstehe ich. Sie ist jetzt momentan auch bei einer Freundin in Köln und weil wir jetzt auch in letzter Zeit... Verstehe ich, ja? Wir hatten in letzter Zeit eine ganz, ganz schwierige Phase Verstehe ich wirklich. Wenn ich mich in deine Situation versetze, ich finde, als Außenstehender hast du überhaupt keine Schuld. Ja. Das sage ich dir jetzt. Ich sage das nicht, um dich erst plump zu trösten oder so. Ja. Ich sehe null Schuld bei dir. Ja. So, und wenn meine Frau mir dann doch Vorhaltungen machen würde, immer und immer wieder, fände ich das, wenn ich in deiner Lage wäre, sehr, sehr, sehr bedrückend. Sehr bedrückend. Ja. Weil, wie soll man sich dagegen wehren? Ist richtig. Das ist ja ein Gewissenshammer, mit dem sie da auf dich einschlägt. Ja, das stimmt schon. Ihr müsst rausgehen, Uwe. Ihr müsst rausgehen, ihr müsst euch von außen Hilfe und Unterstützung suchen. Ja. Ich glaube, dass ihr so in euch da verzahnt seid, in euch, in eurem Denken und sie auch in ihren Urteilen, dass ihr da gar nicht rauskommt. Ist sie bereit oder wäre sie bereit für sowas? Wie schätzt du es ein? Ich habe auch eigentlich die Hoffnung, dass wir zusammen mal Selbsthilfegruppen, wir müssen Profihilfe haben. Ja, also, ja. Finde ich auch. Ja. Du liebst die Frau noch. Ja. Und du möchtest auch gerne mit ihr zusammen sein. Ja, doch, das kann man auch sagen. Ja. In euren Streitereien in den letzten Zeiten wurde diese Frage mal gestellt. Hast du sie gestellt? Ihr gestellt? Willst du? Liebst du mich und willst du mit mir zusammen sein? Nee, das habe ich nicht gestellt.
erzählt, aber leider die Phase der Vorwürfe ist jetzt momentan wieder sehr stark. Mhm. Und das ist so eine Situation, ja. So, jetzt werden wir dir, soweit wir das können, behilflich sein mit entsprechenden Anlaufstellen und Kontaktadressen. Ja. Ich sage noch einmal, von meiner Warte aus gesehen, sehe ich null Schuld bei dir. Ja, ja. Und würde euch dringend raten, dass ihr euch mit professioneller Hilfe versucht, da wieder anzunähern. Ja. Du legst auf und meine Psychologin, die Claudia, ruft dich an. Ich danke dir. Uwe. Alles Liebe und alles Gute. Tschüss, Uwe. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Hier ist Jochen und Jochen ist 41 Jahre alt. Hallo Jochen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Jochen. Also ich bin gefrustet wegen meiner Freundin. Wegen der Freundin? Ja. Was ja. macht ihr denn? Ja, was macht ihr? Also wir sind 8 Monate zusammen. Die ersten 5 Monate, muss ich sagen, waren echt, ja, ich sag einfach mal spitze. Ja. Ja, also wir verstehen uns gut, wir unternehmen viel zusammen, alles ganz gut. Und jetzt seit den letzten 3 Monaten ist es also so, ja, wie soll ich das sagen, also meine Freundin ist laut geworden beim Sex. Was ja nicht unbedingt schlimm ist, oder? Oder haben die Nachbarn sich schon beschwert? Das wäre mir eigentlich egal, was die Nachbarn sagen oder was die Leute sagen. Aber es ist einfach, ich sag's jetzt mal so, massiv laut, ja, dass ich irgendwie, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Schreit sie wirklich ja. die ganze Straße zusammen, oder wie? So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und sie war vorher beim Sex leiser? Ja. Ja. Spricht doch eigentlich für euch und euren Kontakt, dass die junge Dame sich jetzt so gehen lassen kann. Auch. Du, es ist richtig, aber ich sehe es einfach so, ich habe auch mit ihr darüber gesprochen, sie sagt zu mir, ja, also das wäre einfach so, der Sex mit mir wäre toll, das hätte sie vorher nie gehabt. Siehst du. Ich meine, das ist natürlich nicht schlecht. Das hört man auch gerne. Hört man gerne, ja, aber das ist einfach so, mich turnt das irgendwie ab, weil es einfach so laut ist. Ach so. Also da ist so die Grenze überschritten, wo man sich gegenseitig vielleicht anmacht, indem man sehr heftig ist. Und wie alt ist sie eigentlich? 40. Mhm. Ja. Ja. Was heißt das denn? Sie jault und jammert und schreit und kreischt und dir vergeht die Lust dabei. Ja, ja, mhm. So ist das leider. Und jetzt, wie gesagt, ich stecke es einfach im Zwiespalt, weil auf der einen Seite finde ich diese Frau toll, mhm. ja. Ja, und auf der anderen Seite irgendwo ist das so, dass ich das Gefühl habe, das treibt irgendwie so ein Keil zwischen uns. Ja, ist ja schon erheblich. Wenn du das so thematisierst als Problem, dann muss das ja schon ziemlich krass sein, das Ganze. Ja, ja. Also es ist wirklich so, wie ich es gerade auch angedeutet habe, dass im Laufe der Monate sie lauter geworden. Ja. Am Anfang war sie relativ still. Ja, ja. oder ganz still gar. Nö, ganz still. Nee, aber so im Bereich des Normalen. Ja, ja. Und dann gab es eine Phase, wo du dachtest, wow, die geht aber ab, vielleicht. Und dann war die Grenze erreicht, wo du sagtest, nee, jetzt ist mir das zu viel. Also ich habe schon gebracht, ich meine, ist natürlich heftig, aber ich wie gesagt, ich fühle mich danach sehr frustriert. Also ich habe mittendrin mir meine Klamotten geschnappt und bin gegangen. Aha, aber das muss sie dann ja auch merken, dass der Spaß dann aufhört. Ja, also ich weiß nicht, ich meine, ich habe mir dann selber den Kopf darüber zermacht, aber ich denke, vielleicht ist es auch so, dass sie das als, ich sag einfach mal, Sex pur sieht. Ja. Und ich bin eher so, ich sag einfach mal, der Gefühlsmensch. Und ich habe dann immer das Gefühl, ja, dass sie in dem Moment, wo das so ist, das Gefühl von ihrer Seite irgendwo auf der Strecke bleibt. Also sie sieht das als Sex pur. Ist natürlich immer schwer, über andere zu urteilen. Es kann natürlich durchaus sein, dass sie sich dann so fallen lässt und so gehen lässt, dass sie nicht mehr Herr ihrer Sinne ist. Und also so hat es auch den Anschein. Mhm. Ja. Das heißt, das kann dann durchaus passieren, dass du gar nicht zum Orgasmus kommst, weil dich das so abturnt. Ja, ja, ja. Aber dann ist sie doch, das ist dann für sie doch auch nicht mehr schön, wenn du aussteigst aus dem Bett. Ja, letztes Mal, da war dann auch so eine Sache, wo ich dann einfach mich irgendwie so zur Seite gedreht habe und habe gedacht, nee, also das ist einfach zu viel. Mhm. Und dann haben wir hinterher so zusammengesessen und dann sagte sie mal zu mir, ja, wir können sie auch ganz sein lassen. Oh, die war die junge Dame gleich ein bisschen beleidigt. Denke ich mal. Aber klingt ja so ein bisschen angezickt, ne? Ja, ja, mhm, ja. Ja. Aber jetzt nochmal, ich habe es gerade so scherzhaft gesagt, die Nachbarn beschweren sich schon. In der Tat, haben nicht andere Leute schon irgendwie was mal... Also ich habe nichts gehört, Jürgen, bis jetzt. Ja. Ja.
Wohnst du oder wohnst du in einem Mietshaus mit anderen Parteien? Also ich habe meine Wohnung, sie hat ihre Wohnung. Ja. Mhm. Ja. Und da wohnen noch andere Leute um. Da wohnen noch andere Leute daneben, da drüber, da drunter, klar. Ich meine, also das wäre für mich jetzt nicht das Thema. Also ich sag mir immer, man soll die Leute reden lassen, ja. Ja, aber schon, ich finde, das muss man auch ein bisschen berücksichtigen, dass man nachts um zwei, drei, wenn man Sex hat, nicht das ganze Haus zusammenschreit. Korrekt. Ja. So, ja. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht darum, dass das eine ernsthafte Belastung für eure relativ junge Liebe ist, die erst 8 Monate alt ist und sie irgendwie dich da gar nicht ernst zu nehmen scheint, ne? Ja, ich glaube, das ist so. Ja, also ich meine, ich fand diesen Satz ziemlich verletzend, als sie dann sagte, dann können wir es auch ganz ja, finde ich auch, muss ich auch sagen, finde ich auch. Ich finde, so ein sich Extremes gehen lassen, kann ja auch ein Ausdruck von extremem Egoismus sein. Weiß ich nicht, Jürgen, da habe ich mich nicht mit befasst. Nee, ich überlege das gerade so. Wenn es ist ja schön, wenn jemand sich so wirklich in eine Sache hineinbegeben kann. Ja. Aber auf der anderen Seite muss der andere auch seinen Partner sehen, gerade beim Sex. Mhm. Und wenn der andere, sprich jetzt deine Freundin, registriert, dass dem Partner, sprich dir, dieses überhaupt nicht gefällt, muss sie, finde ich, sich eigentlich arrangieren und sie müsste sich eigentlich ein bisschen zurücknehmen. Das kann sie machen, wenn sie sich selbst befriedigt. Dann kann sie schreien bis zum geht nicht mehr. Da wäre mir sicherlich egal, weil so. Nee, aber ich merke das einfach. Also ich würde jetzt ganz einfach weiter das Gespräch mit ihr suchen. Ich würde auch sagen, dass mich das ein bisschen an, grob ausgedrückt, gelinde ausgedrückt, ein bisschen irritiert hat, dieser Ausdruck. Dann können wir es ganz sein lassen. Also ich sag einfach, das gehört nicht. Verletzend. Ja, kann ich verstehen. Sag ganz einfach, dass das nicht zu deiner Sexualität dazugehört, wirklich wie am Spieß zu schreien. Ja. Kompliment hin und her, dass sie dich als Liebhaber toll findet, aber irgendwo ist eine Grenze. Mhm. Und wenn sie da nicht auf dich eingehen will, dann ist es die falsche Partnerin. Ja. Ne? So ja, klar muss man sagen. Die ersten 5 Monate waren wirklich toll. Na gut, aber jetzt haben wir 8 Monate jetzt und die letzten 3 Monate. Korrekt, sind, ja, ja. Ist das eigentlich jetzt schon so schlimm, dass du gar keinen Bock auf Sex hast? Dass du denkst, gleich geht das wieder los? Ist so. Ah, ist doch kein Zustand, Mensch. Nee, natürlich. Nee. Klar, Jung, ich weiß es nur, wie gesagt, ich sag mir, auf der einen Seite hat diese Frau sehr viel Vorzüge, verstehst du, die ich sehr an dieser Frau schätze, Na gut, aber sie hat diesen großen Nachteil eben, der nur gravierend ist, wenn es um die Sexualität geht. Wenn die Sexualität dadurch so vehement kaputt gemacht wird, dann kannst du es ja vergessen. Ich finde, ihr beide seid erwachsene, sehr erfahrene Menschen mit 40 Jahren, da muss man doch einen Kompromiss finden, ein Gespräch finden. Oder sie war in zu viel Selbsterfahrungsgruppen für Frauen und dass sie gar keine Grenze mehr sieht. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, Jürgen, aber es ist einfach so, sie bedeutet mir als Mensch sehr viel, und ich weiß nicht, wie gesagt, ich stecke da echt in der Zwickmühle. Nee, die Zwickmühle muss jetzt einfach auf den Tisch gelegt werden und du musst ihr wirklich ganz klipp und klar sagen, dass das nicht deine Sexualität ist. Ja. Und wenn ihr weiter eine Sexualität haben wollt, die euch beide befriedigt, es geht ja eben auch um dich, dann muss sie halt ein bisschen zurück, sich ein bisschen runterschrauben. So. Dann mal gucken, wie sie reagiert. Wenn sie dann weiterhin auf dem Trip ist, dann müssen wir das ganz sein lassen. Ja, dann müsst ihr es vielleicht auch irgendwann ganz sein lassen. Also ich fand diesen Satz ziemlich krass. Ja. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war so, dass man sagt, der letzte Funke, der dann vielleicht noch da ist, der ist dann auch weg durch diesen Satz. Du redest mit ihr? Ja, okay. Mach ich. Ich meine, wir reden viel zusammen, das ist nicht das Thema. Ja. Aber naja, du musst es ja noch viel, viel klarer machen, finde ich. Viel klarer machen. Aha. Und vielleicht entscheidet sich da dann wirklich auch eure Beziehung oder der Fortbestand eurer Beziehung. Ja. Alles Gute. Ja, Jürgen. Mein Lieber. Ich dir aber auch. Jochen. Okay. Tschüss. Mach's gut. Jo. 0800 220 5050. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, ruft an. Das hier ist eine Live-Telefon-Talkshow im Radio bei 1Live und im WDR-Fernsehen und wir können über alles Mögliche und alles Unmögliche reden. Jetzt rede ich mit Heinz. Heinz? Jürgen. Jo. Heinz ist 35. Ja. Und ich habe ein riesengroßes Problem, Jürgen. Ich weiß nicht, wie ich meiner Frau etwas sagen soll, was ich hauptberuflich mache. Oh, wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind seit 10 Jahren verheiratet. Und seit 10 Jahren machst du hauptberuflich? Nein, seit 3 Jahren mache ich diesen Job. Und von diesem Job weiß sie nichts? Weiß sie nichts, nein. Sie denkt, ich bin Außendienstmitarbeiter im Kundendienst und in Wirklichkeit bin ich Callboy. Callboy? Callboy, jawohl. Das geht mit 35 noch? Das
geht mit 35, wenn man die gewisse Statur hat, dann natürlich gehe ich auch ins Fitnessstudio. Also ein bisschen knackiger Bursche. Ja, was heißt knackig? Ich bin ein Mann, wo die Frauen drauf, wo die Frauen nachschauen. Ja. Ja. Ja, also muss schon was dran sein, sonst wird das nicht funktionieren. Schade, genau. dass wir kein Bildtelefon haben. Ich würde dich gerne mal angucken. Also Callboy. Das ist das riesengroße Problem, Jürgen. Die beste Freundin von meiner Frau hat mich vorige Woche gebucht. Nein, ich glaube es nicht. Das ist ja wie im Film jetzt. Nein, es ist Tatsache. Die beste Freundin? Die beste Freundin und ich wusste das nicht. Die Agentur hat mir nur das Hotel gesagt und die Hotelnummer. Das ist ja unglaublich. Und ich komme dort rein und wer steht vor mir? Genau sie. Sie war genauso erschrocken wie ich auch. Denn ihr war es im ersten Moment wahrscheinlich peinlich, damit... dass sie sowas weiß, macht. Damit sie Callboys mietet. Ja, aber hallo. Aber jetzt da ist sie so auf dem Trip nach dem Motto, ich muss es meiner Frau sagen. Ja, bevor wir da jetzt weiterfragen, muss ich eine kleine Nebenfrage stellen. Die beste Freundin von deiner Frau, ist die verheiratet? Nein, die ist solo. Okay, dann darf die sich auch einen Callboy mieten. Deswegen, also die sagt, von ihr aus ist es ja nicht so schlimm, sie ist solo. Verstehe. Ist denn was gelaufen zwischen euch beiden in dem Hotel? Nein. Nee, das ging da nicht, ne? Das geht gegen meine Ehre und sowas mache ich nicht. Also ja, wahrscheinlich war da auch die Lust bei ihr raus, ne? Wahrscheinlich. Also es ging nicht. Es ging wirklich nicht. Also aber das ist ja wirklich wie in einer Soap, ne? Ein Drehbuch in der Soap. Es ist aber wirklich so passiert. Das ist ja unfassbar. Ich weiß nicht, wie ich das meiner Frau sagen soll, weil wir haben schon öfters auch so Sendungen geguckt auf RTL 2 und Pro7, die Redaktion und so. Und wenn immer mal so ein Thema da dran gekommen ist, dann habe ich schon mal so Anspielungen gemacht nach dem Motto, könnte ich doch auch machen. Dann hat sie bisher immer gesagt, wenn du das einmal machst, lasse ich mich sofort scheiden. Mein Mann teile ich mit keiner. Hör mal, jetzt ist aber ganz, ganz krass, finde ich, dass du seit 3 Jahren machst du hauptberuflich diesen Job als Callboy. Jawohl. Ja, und du bedienst auch. Ich bin Außendienstmitarbeiter. Und du gehst dann mit deiner Aktentasche irgendwann morgens immer pünktlich aus dem Haus? Ja, naja, ich gehe also raus oder ich werde angerufen von der Agentur. Ja. Und krieg dann gesagt, wo ich hinzugehen habe, ja. Welches Haus. Und das ist regelmäßig dann auch jeden Tag? Nein, das ist so 2-3 Mal die Woche. Ach so. Und wie erklärst du denn deiner Frau, dass du dann so viel zu Hause bist? Ich bin nicht zu Hause. Die andere Zeit fahre ich schon extra weg und gehe zum Beispiel Kaffee trinken oder gehe raus. So. Also ein richtiges Lügenmodell hast du da aufgebaut. Jawohl, ja. Und sie meint eben, ich verdiene so viel Geld damit und ist auch richtig stolz drauf. Und wie viel Geld verdienst du? Das Finanzamt jetzt mal ein bisschen wickelt. Ja, die hören weg jetzt. 4.000 Euro. 4.000 Euro im Monat? Im Monat. Netto. Ich habe ihr nur immer angegeben 2.500. Den Rest habe ich auf ein extra Konto gemacht. Ach so. Auf ein Sparkonto, dass man auch mal in Urlaub fliegen kann. Sehr löblich. Ist das ein Nettobetrag, 4.000? Das ist ein Nettobetrag, ja. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Wie kam die Entscheidung damals? Was hast du, vorher warst du im Außendienst tätig? Ich war vorher im Außendienst tätig und da hat mich mehrere Frauen mal so drauf angesprochen, ob man sich auch privat treffen könnte. Und eine hat mir dann auch mal gesagt, sie würde mir auch dafür Geld geben. Und schon war der Wille praktisch dann gebrochen. Das Geld hat dann doch mehr gezogen, aber ich liebe meine Frau über alles. Du bedienst ausschließlich Frauen oder auch Männer? Nur Frauen. Nur Frauen. Und nur Frauen. Funktioniert das immer? Das funktioniert immer. Immer? Da gibt es gewisse Tricks, man macht es ja nicht bis zum Orgasmus. Sondern die Frau soll jetzt zum Orgasmus kommen, und nicht ich. Ach so. Und du, zum Orgasmus kommen, und du bist bei jeder Frau bisher, bei der du gewesen bist, auch warst du erregt? Ich war zwar erregt, aber bisher hatte ich, das kann ich sagen, jede Frau zum Orgasmus gebracht. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht, aber ich selber will nicht zum Orgasmus kommen, denn du weißt selber als Mann, dass es nach dem Orgasmus ein bisschen schlecht ist, am Tag dann noch einmal oder so die gleiche Leistung dazu bringen. Dann ist die Luft raus. Wollen denn die Frauen nicht, sodass das für die auch so dann so die wirklich perfekte Sexualität ist, dass du dann auch... Jein,
einige wollen das, einige nicht, aber die meisten sind doch dann so drauf, wenn man, wenn sie merken, dass ich ganz auf sie eingehe. Mhm. Deshalb buchen sie einen Callboy, weil ihre Männer ja meistens nur an sich denken. Ja, ja. Also geht es denen dann hauptsächlich darum, dass sie ihren schönen Orgasmus haben, was ja auch ihr gutes Recht ist. Damit sie beachtet werden, damit sie also auf ihre Kosten kommen, ohne dass mit der Mann an sich denkt. Verstehe. Nimmst du Hilfsmittel? Nimmst du Viagra? Ja, Vibratoren und so, ja. Ich habe auch Vibratoren dabei. Nee, das meine ich nicht. Nimmst du? Viagra brauche ich nicht. Das brauchst du nicht. Hm. So, okay, jetzt haben wir deinen Berufsalltag so ein bisschen durchleuchtet. Und jetzt ist das aufgeflogen durch die beste Freundin, was ja wirklich Wahnsinn ist. Noch eine Frage zu dem Berufsalltag. Ist es Ehrensache, dass es immer mit Gummi passiert? Immer mit Gummi. Immer mit Gummi. Das heißt also geschützt. Gummi läuft nichts, wenn mal eine Kundin sagt, es war auch schon da einer, der es ohne Gummi gemacht hat. Und dann sage ich, dann ruft den an, der es ohne macht. Ich mache es nur mit Gummi. Wie alt war deine älteste Kundin und wie jung war die jüngste Kundin? Also die jüngste, die war gerade 18. Das war ihr 18. Geburtstag. Ja. Das habe ich aber mit dem Ausweis kontrolliert. Und die älteste war, glaube ich, 60. 60. Und das war auch alles okay für dich. Du kannst das ganze Spektrum. Wenn es Geld stimmt, dann ist mir das eigentlich egal. Ja. So, jetzt aber zu deiner Frau. Jetzt macht die Freundin Druck und sagt, das musst du ihr sagen, der Frau sagen. Jawohl, ja. Was natürlich auch richtig ist. Da müssen wir gar nicht diskutieren. Ja, aber ich weiß nicht wie. Sonst hätte ich ihr das doch schon lange gesagt. Weißt du, ich habe das bei den Sendungen schon so oft angesprochen. Heinz, weißt du, es ist nicht die Frage des Wie. Das Wie ist schnell getan. Du hast Angst vor den Konsequenzen und wie sie reagiert und wie es dann weitergeht. Ja, aber du bist doch auch du bist doch auch ein erwachsener Mann. Das musst du dir doch von Anfang an, muss dir das doch klar gewesen sein. Wenn ich sowas mache, du kanntest deine Frau schon lange. Das macht die nie im Leben mit. Oder wenn man sich für so einen Weg entscheidet, ist ja nichts gegen zu sagen. Dann nur, indem man das vorher mit dem Partner abstimmt. Ja, aber ich habe das eben mal so gemacht und ich habe es ja öfters mal probiert so anzunehmen. Hat sie immer gesagt, das Ja, aber das waren doch immer schon verstehe ich, aber das waren doch dann immer schon Warnsignale für dich. Ich befinde mich hier auf ganz dünnem Eis und das kann jeden Tag einbrechen und nur ist es ja auch eingebrochen durch diesen üblen Zufall mit der Ich will sie nicht verlieren, aber ich will auch den Beruf nicht aufgeben, denn das Geld will ich nicht missen. Dieses Geld verdiene ich nirgends anders. Es geht nicht, ich will. So läuft es nicht. Du musst dir schon musst du eine Priorität setzen. Ist jetzt die Frau wichtig und sagst du dir, pass auf? Das ist sehr wichtig. So, dann, habt ihr Kinder? Wichtig. Nein. So, dann müsstest du ja zumindest ein Angebot machen und sagen, pass auf, ich habe 3 Jahre dich betrogen und belogen. Die lässt sich scheiden. Ja. Diese Frau ist das Wertvollste, was überhaupt Gut, aber das Wertvollste, was auf der Welt herumläuft, hast du 3 Jahre beschissen. Ja. So muss man es doch ausdrücken. Aber zu ihrem Guten. Weil mehr Kohle da ist, ja. Ich glaube, deine Frau hätte gerne auf die Kohle verzichtet, als denn so eine Sache dahin zu nehmen. Da kommst du jetzt nicht raus. Wie willst du denn da anders rauskommen, als wirklich mit Reue ihr gegenüberzutreten? Ja, ich habe gemeint, damit du jetzt einen guten Rat hast, so wie ich das formulieren kann oder sagen kann. Irgendwie, ich weiß nicht, ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, wie ich ihr das sagen kann. Heinz, es gibt keine superschöne Formulierung, die das Ganze abdämpft. Du hast 3 Jahre als Callboy gearbeitet und sie wusste davon nichts. So. Ja. Punkt. Das ist die Aussage. Und jetzt, wenn die Wahrheit auf dem Tisch liegt, dann müsst ihr beide sehen, wie ihr euer Leben ordnet. Aber du müsstest ihr ein Angebot machen, aber da bist du auch nicht so bereit, wie ich es gerade verstanden habe. Nein, sie ist dazu nicht bereit. Nein, du. Würdest du denn sagen, pass auf, ich höre damit auf, es tut mir irre leid, ich mach's nie wieder, ich gehe wieder in meinen alten Job? Ja, würde ich machen. Aber dann müssten wir kürzer treten, das müsste dann eben auch akzeptieren, dass man dann in nächster Zukunft plus das gesparte Geld dann in gewisser Zukunft nicht mehr so viel reisen können. Ja, klar, natürlich. Also, dir geht es ja doch nur sehr um die Kohle, höre ich raus. Deiner Frau wird es da gar nicht um die Kohle gehen, sondern um den Vertrauensbruch. Ja, deswegen es ist schwer, es ist wirklich schwer. Weißt du, was los ist? Jetzt hast du 3 Jahre deine Frau betrogen und jetzt jammerst du rum und jammerst und jammerst. Was soll ich bloß tun? Es gibt jetzt keine Lösung dafür, für dieses Problem für dich. Es gibt keine tolle Lösung, wo also du sauber auskommst. Ja, musst du. Und wenn die Frau dir was wert ist,
dann musst du definiert. Ja, dann musst du wirklich jetzt alles in die Waagschale werfen und mit Reue gegenüber treten und versuchen gut zu machen, was da noch vielleicht gut zu machen geht, wenn das überhaupt geht. Ich weiß es nicht, wie sie drauf ist. Ich sag ja, wenn wahrscheinlich schießt sie dich auf den Mond. Ja, und dann badest du das und dann badest du das aus, was du der Frau angetan hast. So eine Frau finde ich aber nie, aber ja, aber das hättest du vorher auch wissen müssen. Ja. Ja. Das ist jetzt eine Situation, wo es keinen klugen Rat gibt, außer schnell die Karten auf den Tisch. Bevor es wahrscheinlich die Freundin macht. Ja, stell dir das mal vor, das ist doch noch viel schlimmer. Das ist schon ein guter Schacht, ein guter Zug, kein Schachzug, ein guter Zug von der Frau, von der Freundin, dass sie zu dir gesagt hat, sag es deiner Frau und nicht, dass sie direkt zur Frau, zu ihrer Freundin gegangen ist und hat es ihr gesagt. Finde ich schon eine tolle Sache. Ja, wir verstehen es ja auch so gut und sie hat eben gesagt, sag es ihr, weil sonst sag's ich ihr. So, du sagst es ihr und ich möchte eine Mail von dir in den nächsten Tagen haben, was draus geworden ist. Mach ich. Okay, vielleicht unterhalten wir uns sogar nochmal. Ich bedanke mich. Alles Gute, Heinz. Ja, bis dann. Tschüss. Tom ist hier. Tom ist 31. Hallo, Tom. Ja, hallo, Jürgen. Jo. Hallo. Hallo. Ja, erstmal Dankeschön, dass es deine Sendung gibt. Also ich gucke die fast täglich, weil ich bis 12:30 meistens im Büro sitze. Und so lange? Ja, hey. Meistens. Was machst du vom Hof? Dann zum Abspannen und auch mal zum Gucken, ob man nicht nur alleine Probleme hat, gucke ich halt auch gerne dann deine Sendung. Ja. Also erstmal Dankeschön. Was machst du, dass du so lange immer im Büro sitzt? Bist du selbst? Ich habe Baubetreuung generell, so in ganz Europa mittlerweile. Also das viel also zu tun und lange zu tun. Auch viel zu unterwegs und im Flieger viel unterwegs. Und ja. Ja, jetzt habe ich... Und das unterhalten wir uns, wir beiden. Ja, genau. Schön. Ja, ich habe ein mittelschweres Problem. Ich habe das Problem fast wie mein Vorgänger, nur habe ich nichts Schlimmes getan, sagen wir es mal so. Mhm. Ich habe also vor 6 Jahren geheiratet, habe eine Familie gegründet, ein Haus gebaut in Spanien. Mhm. Meine Frau ist Deutsche, meine Ex-Frau mittlerweile. Wir haben 2 Kinder, einen Sohn, eine Tochter, die direkt einem Jahr auf das andere dann auch kamen. Also die Liebe war da sehr groß. Mhm. Und dann war es irgendwie an der Zeit, auch durch die Schwiegereltern, durch meine Eltern, weil kein Verhältnis zustande kam, dass wir uns getrennt haben. Die Scheidung ist dann auch friedlich verlaufen. Meine Frau ist dann nach Spanien gegangen, zurückgegangen. Ich habe nicht verstanden, warum die Trennung vollzogen wurde. Wo lagen die Schwierigkeiten? Meine Frau fand andere Männer schöner als den eigenen, sagen wir es mal so. Aha. Mhm. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ist sie fremdgegangen? Ja. Ja. Mhm. Ja. Und ich habe dann mit ihr reden wollen, habe dann gesagt, für mich ist es normalerweise ein Grund, sofort zu beenden. Mhm. Habe mich dann aber von meinen Eltern und Freunden auch breitschlagen lassen, red mit dieser Frau, es passt doch alles und auch Kinder im Haus, das Haus und. Und dann habe ich gesagt, gut, die Karriere passte, die Kinder. Naja, irgendwie war es aber dann unheimlich schwer, das aufrechtzuhalten. Wir haben uns dann getrennt. Ja. Im Guten. Ich habe den Kontakt so über die Kinder behalten, dass wir uns halt schreiben. Ja. In welchem Jahr habt ihr euch getrennt? Oh, das ist jetzt 3 Jahre her. Ja. Mhm. Und jetzt kommt das Lustige. Was heißt lustig? Jetzt habe ich danach ja auch irgendwann mal wieder Lust auf eine Beziehung gehabt. Logisch, ich bin halt nicht so der typische Monogamist. Mhm, ja. Bin, wie gesagt, auch viel unterwegs und könnte auch den einer Frau viel zeigen. Ja. So von der Welt, wenn ich viel unterwegs bin. Das ist auch schön. Ja. Ja, die Beziehung, die ich dann hatte oder die ich dann eingehen würde, scheitern nach maximal einer Woche daran, dass ich sage, ich war verheiratet und habe 2 Kinder. Oh nee, dann bist du nicht mein Typ. Danke, auf Wiedersehen. Ach. Jetzt höre ich von meinen Freunden, und ich habe 2 Freunde, die sind wie Brüder, sagen wir es mal so. Ja. Du, dann ist es nicht die richtige Frau. Jetzt habe ich vor 14 Tagen jemanden kennengelernt. Mhm. Und das sage ich auch. Und das ist auch vom Verhältnis her, von den Eltern her. Ich kenne ihre Eltern, sie ist 28. Mhm. Sie kennt meine Eltern, wir haben uns also kurz kennengelernt. Und auch die Freunde. Und das passt alles. Es passt wie Knüppel auf den Sack, sagen wir im Ruhrgebiet. Ja. Ja, sie hat als erstes, als wir abends zusammengesessen haben, in einer Diskothek gesagt, ich möchte von deiner Vergangenheit erstmal nichts wissen. Ach. Du von meiner nicht, es ist nichts Schlimmes passiert, sagt sie in ihrer Vergangenheit. Mhm. Sie hatte erst einen Freund, aber sie möchte nichts von dem wissen und nicht von mir. Und erstmal so, dass wir uns ab heute kennenlernen und das Leben ab heute erstmal miteinander genießen. Aha. Jetzt ist mein Problem, warum ich angerufen habe, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt sagen, komm, ich lege die Karten auf den Tisch, weil ich ja eigentlich tun würde, weil ich so ein Mensch bin, ich kann das nicht haben, wenn man Sachen lange verheimlicht. Wie lange läuft das Techtelmechtel jetzt? 14 Tage. 14 Tage. 2 Wochen. Mhm. Ich finde komisch, dass die so einen Vorschlag macht.
man ist doch eigentlich immer super neugierig, wenn man jemanden neu kennenlernt. Ja. Was hast du bisher gemacht? Wie war dein Leben? Genau. Hast du Beziehungen gehabt? Und so weiter. Man fragt doch alles Mögliche, um den Menschen auch einzuschätzen. Vielleicht hat sie doch irgendetwas zu verheimlichen. Also ich habe mich dann natürlich, weil ich habe auch schon diesen skeptischen Blick gerade von dir gesehen, ich habe schon das Fernsehen auch dabei an. Ja. Und ich habe genauso geschaut und habe auch gedacht, das stimmt doch was nicht, das kann doch nicht. Nein, ich habe mich umgehört auch mit Freunden, Bekannten. Nein, also sie hatte mit 25 oder was den ersten Freund, weil sie an ihrer Karriere gearbeitet hat. Ist Industriekauffrau in einer großen Maschinenfirma. Also sie arbeitet nicht als Edelprostituierte vielleicht? Na, um Gottes Willen. Kann man ja mal alles überlegen, ne? Ja, nein, um Gottes Willen. Also mach doch nicht das, was der Vorgänger gerade hat hier mit Callgirl und um Gottes Willen. Nein. Vielleicht ist es aber von ihrer Seite aus auch einfach nur mal so ein Spielchen für so ein paar Wochen. Kann das sein, dass es gar nicht so ganz ernst gemeint ist? Ich glaube, dafür sind die Worte, die sie mir sagt und die SMS, die sie mir schreibt, zu ernst. Nee, ich meine nicht ein Spielchen mit euren Gefühlen, sondern einfach, wir erzählen uns erstmal nichts, sondern wir lernen uns mal so kennen. Dieses als Spielchen meine ich. Ach so, ja gut, das kann natürlich sein. Das könnte sein, ne? Das ist nur ein Problem, ne? Nach 8 Wochen, nach 12, nach 15 Wochen, wenn sie das findet und sagt so, was ist jetzt eigentlich? Lass uns mal über die Vergangenheit reden. Ich sage ja, ich bin verheiratet gewesen, habe 2 Kinder. Und dann? Also ich bin immer noch im Rätsel, warum sie das tut. Tja. Warum sie das tut. Du bist sicher, dass deine Recherchen da wasserdicht sind? Ja. Was ihre Person? Mein, sag ich mal, in Anführungsstrichen, Zweitbruder, mein bester Freund, ist also mit ihrer Freundin zusammen. Also wusste ich auch, es durch zufällig. Also, und nee, pass mal auf, weißt du, was ich in dem Fall machen würde? Denn ich würde mit ihr sprechen und würde ihr sagen, pass mal auf, ich finde das eigentlich auch ganz, ganz lustig, vielleicht auch ganz schräg, das mal so zu machen, jemanden kennenzulernen, ohne viel von ihm zu wissen aus der Vergangenheit. Aber ich bin in dieser Sache in gewisser Weise ein gebranntes Kind. Genau, ja. Und dann würde ich schon darauf bestehen oder würde sagen, pass mal auf, ich möchte dir doch schon was aus meinem Leben erzählen, weil dieses und dieses mir immer wieder mit Frauen passiert und ich möchte jetzt nicht mit dir monatelang zusammen sein und das dann wieder erleben. Und wenn sie, jetzt sage ich das aber auch, wenn sie wirklich an dir interessiert ist und wenn das eine gute Frau ist, dann wird sie das sofort verstehen und wird sagen, okay, komm, wir machen es halt anders und wir erzählen uns, was in der Vergangenheit war. Ich würde mich auf dieses, ich sag's nochmal, auf dieses Spielchen, auf diese Übereinkunft nicht einlassen, wenn du so unangenehme Erfahrungen gemacht hast mit Frauen. Also ich denke, ich... Guck mal, du verliebst dich dann vielleicht noch viel mehr in die Frau. Gut, es sind gerade erst 2 Wochen. Ja, klar. Wenn ihr das aber jetzt 2 Monate oder vielleicht ein halbes Jahr so weitermacht und du bist völlig, völlig jeck und verrückt auf die Frau und dann kommt, wie du gerade auch sagtest, dann kommt doch das Thema Vergangenheit und dann sagt sie, nee, pass auf, Typ mit Kindern und so will ich nicht, tschüss. Ja, genau. Nee, ich würde mich nicht drauf einlassen. Ich würde sagen, pass auf, bin ich nicht mit einverstanden. Ich will erzählen von früher und erzähl du auch von früher. Ist denn das Problem gerechtfertigt, so als letzte Frage vielleicht noch so, ist denn das Problem gerechtfertigt, was eine Frau damit hat, dass sie sagt, weil die meisten haben dann gesagt, nein, wenn wir mal Kinder hätten, deswegen sind die Beziehungen vorher oder die Ansätze auch gescheitert, wenn wir Kinder hätten, wären das ja nur die Nummer 2 Kinder. Und nee, finde ich völlig bescheuert. Finde ich völlig bescheuert. Ja, also ne? Sei froh, dass du die auch wieder von der Backe hast, die Frauen. Ja, wenn die da so drauf reagieren, mein Gott nochmal, du bist ein geschiedener Mann, der 2 Kinder hat. Genau. Und sich deshalb nicht auf eine Beziehung mit dir einzulassen, ist doch völlig Banane. Was sind denn das für Frauen? Also sei wirklich froh, dass die weg sind wieder. Und wenn das eine gute ist, die du jetzt gerade da gefunden hast, dann wird die sagen, ach komm, ich will deine Kinder kennenlernen, ist doch toll, freue ich mich. Ist doch normal, das ist doch ein Teil deines Lebens. Ein Teil meines Lebens. Ja, und ein sehr wichtiger Teil, deine Kinder sind dir ja unglaublich wichtig. Also das muss, ist mein Fleisch, mein Blut, dafür habe ich es in die Welt gesetzt, das macht man nicht aus Spaß, um Gottes Willen. Und deswegen muss auch ein neuer Partner, eine neue Partnerin das sofort akzeptieren und man erwartet ja auch, dass der Partner dann auch die Kinder auch gerne hat. Und sich auch mit denen beschäftigen und so weiter. Also, ich würde ja da jetzt sagen, nee, Mädchen, so nicht, komm, wir reden mal ein bisschen. Ja, super. Ja? So auf die Busch die Kurse, wie du es jetzt. Genau so, ganz genau. Das mache ich. Lieber Tom. Danke, Jürgen, nochmal. Alles Gute, viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Manuela, 37 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, Manuela. Hallo. Jo, du bist da. Ja. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Ich bin jetzt, weil ich sehe dich jetzt hier vorm Fernsehen und ich bin ein bisschen aufgeregt. Das macht nichts. Das ist immer komisch, ne, wenn man den einen im Fernsehen sieht und telefoniert. Nee, also ich sehe deine Sendung ja immer und
ich weiß nie, wie das funktioniert, wenn jemand da direkt reingeschaltet wird oder sonst irgendwie. Ja, nicht direkt. Hier sind ja meine Kollegen, die nehmen die Anrufe entgegen. Ja, natürlich. Ne? Genau. So, aber jetzt sind wir beide miteinander verbunden. Ja, und du bist ziemlich leise. Und jetzt, ach, das wird schon werden. Und jetzt gehört die Zeit uns. Um was geht's? Fakt ist, dass ich keinen Bock auf Sex habe. Überhaupt nicht? Nein. Wie lange schon nicht? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, so ungefähr ein Jahr oder 10 Jahre Nein, schon? Sex ist für mich eigentlich unbedeutend. Immer schon? Ja, immer schon. Solange du zurückdenkst. Ja, ich weiß, dass es zu einer Beziehung gehört, dass man das machen muss. Also ich sag's so, wie es ist. Bist du denn in einer Beziehung? Ja. Wie lange schon? Ich bin seit 12 Jahren in einer Beziehung, seit 6 Jahren verheiratet. Mhm. Wir haben ein Kind, sprich, wir hatten schon Sex. Ja. Deshalb dieses Kind. Seit 12 Jahren in einer Beziehung? Ja. Festen Beziehung. Wie oft habt ihr denn dann überhaupt Frag Sex? Frag mich nicht. Also ganz selten? Ganz selten und ich weiß, dass mein Mann damit ganz, ganz schlecht umgeht. Kann man, wenn man diese 12 Jahre so zurückblättert, kann man die Häufigkeit der sexuellen Begegnungen so an einer Hand abzählen? Vielleicht an zwei. Vielleicht an zwei. Ja. Das war, ich frage es jetzt nochmal, auch so schon, als du noch bevor du deinen Mann kennengelernt hast. Ich habe also Beziehungen gehabt vorher. Hm? Also es ist kein Problem, Männer kennenzulernen und mit denen Beziehungen zu haben. Für mich ist das, ja, ganz ehrlich, ein Machtspiel. Hm. Was? Ein Machtspiel? Macht. Macht. Hm. Ich habe dich jetzt, also du begehrst mich. Hm. Und danach ist das aber weg. Mhm. Ich gehe davon aus, dass die wenigen Male, die du in deinem Leben Sex hattest, es dir noch kein einziges Mal Spaß gemacht hat. Nein, kein einziges Mal. Ich habe eine Freundin, die immer zu mir gesagt hat, hallo. Und ich habe gesagt, nein, nicht hallo. Und ich weiß, also ich habe ein sehr offenes Verhältnis zu meinem Mann. Ja. Wie ist das denn? Lass mich noch weiter ein bisschen fragen mit was die Sexualität in der Ehe anbelangt. Hast du auch kein Interesse an Zärtlichkeiten? Hallo? Hallo? Manuela? Jetzt ist die Leitung weg. Das hatten wir diese Woche noch nicht. Unser lieber alter Computer hier musste jetzt mal wieder ein bisschen rumzicken. Jetzt ist Manuela weg. Das ist sehr schade. Wo drücke ich denn jetzt drauf? Dann geht's weiter mit der Maria. Maria, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Hoffentlich bleibst du mir erhalten jetzt. Ich hoffe. Ich bin das Gegenteil meiner Vorrednerin. Oh, du bist eine sexsüchtige Frau. Leider. Leider. Ist es wirklich wahr? Hm? Ist es wirklich wahr? Ja. Ich höre es schon an dem lassiven Stöhnen, dass da sehr viel Sex in deinem Leben ist. Ja, das ist nicht gut. Bist du in einer Beziehung, in einer Ehe? Das ist das Problem. Das bin ich seit 7 Jahren. Mhm. Verheiratet? Nein. Nein. Also feste Beziehung? Richtig, ganz genau. Wir leben zusammen seit 7 Jahren. Ja. Und am Anfang war das mit uns beiden top. Er wollte genauso oft wie ich. Wie oft willst du denn? Täglich. Einmal? Mindestens. Kann auch zweimal sein. Auch dreimal, ja. Auch dreimal. Mhm. Richtig. Und am Anfang, so die ersten 5 Jahre, 6 Jahre war es okay. Mhm. Hat aber lange durchgehalten, ne? Ja. Ja, Gott sei Dank. Ja. Und jetzt nicht mehr. Und zwar sagt er zu mir, dass er der Meinung ist, dass er sich damals ja vielleicht clever belogen hat. Mhm. Dass er das als wichtig dargestellt hat oder gemeint hat, er müsste auch, aber das heute nicht mehr so sieht. Mhm. Also er hat definitiv heute keinen Bock, so oft mehr mit dir zu schlafen. Richtig. Er hat aber schon Bock, ab und zu mit dir zu schlafen. Ja, wir schlafen auch noch eigentlich mehrmals in der Woche, wenn alles normal läuft. Und dann ist es auch super klasse da. Kann ich nichts gegen sagen, aber wie gesagt, es... Wobei nach 7 Jahren, mehrmals in der Woche, finde ich auch okay, ne? Wäre im guten Durchschnitt. Ja gut, ich sag mal, man tut ja auch was und ich tue auch was. Ich lasse mich in einer Beziehung nicht gehen. Ja. Ich achte auf meinen Körper, auf mein Aussehen und ja, bleib auch für meinen Partner attraktiv. Mhm. Das geht natürlich nicht an anderen Männern vorbei.
Ja, dennoch, also bleibt eine große sexuelle eine Vakanz bei dir. Das heißt, du würdest gerne viel mehr Sex haben. Na klar. Gehst du fremd? Ja. Oh. Ja. Tue ich. Immer mit anderen oder hast du so ein paar... Eigentlich mehr oder weniger die gleichen. Also so F-Beziehungen? Ja. Mhm. Da ist keine Liebe im Spiel? Nein, von mir nicht. Von den Typen, von einem, ja? Mal vorgekommen, aber dann habe ich das beendet, weil das möchte ich nicht. Mhm. Weil, also, wenn es sich vielleicht auch merkwürdig anhört, ich liebe meinen Partner, das ist ja so. Aber wahrscheinlich haben wir jetzt dasselbe Lied wie vorhin schon. Du liebst deinen Partner, aber der Partner weiß davon nichts, was du machst. Ich denke mal, dass er ahnt. Er sagt auch immer, dass er kein Problem damit hätte, dass ich das tue, aber er würde es wissen wollen. Mhm. Er war auch schon einmal dabei, wo ich es gemacht habe. Also, das war so ein Dreier und er hat zugeguckt. Ja, genau. Also, ja, es war ein Dreier, aber er hat zugeguckt. Ja, genau. Ein bisschen auch mitgemacht, aber na, nicht wirklich, so ein bisschen nur. War das für dich okay, als er dabei war? Ja, ich habe kein Problem. Wenn ich Sex habe, dann ist es, als wenn ich zumache und dann genieße ich nur, dann kriege ich mein Umfeld nicht wahr. Mhm. Das ist schlimm. Das ist, weißt du, wenn, das ist schlimm, sagst du? Ja, es ist, ich denke für den Partner oder auch für die Männer, weil ich genieße dann. Ich bin dann wieder, das vorhin auch schon, weil ich bin dann ein Egoist. Mhm. Und, aber du schreist nicht die Wohnung zusammen. Nein. Ganz so schlimm nicht. Und wenn, dann kann man die Musik, ne? Das ist ja auch nicht die Wohnung. Man kann rausgehen. Natürlich. Man hat ein Auto. Wenn du so könntest, wie du wolltest, wie viel Mal sollte es in der Woche oder am Tag passieren? Das kann ich gar nicht so sagen. Das ist unterschiedlich. Ich habe wirklich Phasen. Dann sage ich immer, ich bin rattig. Mhm. Dann könnte ich weiß nicht, stundenlang ohne Pause, ist so. Und dann habe ich aber auch mal wieder ein, zwei Wochen, wo ich dann auch runterfahre. Mhm. Mhm. Und dann habe ich wieder das Gefühl, boah, jetzt muss wieder... Jetzt muss wieder jemand ran. Ja. So. Ja. Jetzt hast du aber gerade was gesagt, was eigentlich doch ganz gut klang. Du hast gesagt, der ahnt das so vielleicht in gewisser Weise und er hätte auch nichts so dagegen. Richtig, und das weiß ich nicht, sagt er das nur oder meint er das? Wie lange geht denn das jetzt, dass du fremd gehst? Ein Jahr, anderthalb ungefähr. Auch schon so lange? Mhm. Ja. Und musst ihn auch ständig belügen? Nee, nicht wirklich, weil er ist sehr viel unterwegs. Ah ja, wir sind sehr offen, also ich frage nicht, dann geht er auch meinem Kollegen Bier trinken oder da. Mhm. Das ist nicht bei uns so, dass man sich da oder die Handys kontrolliert oder das gibt es bei uns nicht. Mhm. Aber dennoch ist das natürlich eine missliche Situation. Ja, es ist für mich, weil eigentlich, ich möchte das nicht. Ich bin wirklich glücklich. Mhm. Man kann es mir jetzt glauben oder nicht, aber es ist wirklich so. Nee, ich glaub's dir. Ich glaub's dir wirklich. Ich glaub's oft den Leuten, wenn die das so sagen. Aber ja, das ist das Fatale, dass man letztendlich höchstes Risiko eingeht, dieses Glück zu zerstören, indem man sich so verhält. Richtig. Ja? Richtig. Und wenn man schon so drauf ist, wie du jetzt drauf bist, und er nicht so ein Macker ist, scheint er ja nicht zu sein. Nein. Ja? Der jetzt auf den Tisch legt und sagt, das kommt mir nie in die Tüte, dass du dich so verhältst und so weiter, hast du doch eigentlich sogar optimale Chancen, dein Leben so zu leben, wie du gerne möchtest. Ja. Und ihn dabei auch noch zu behalten. Und dabei auch kannst du dir noch in die Augen gucken vorm Spiegel. Klar, ich glaube auch. Aber da ist immer noch so ein bisschen so, ist es wirklich so? Versuch's doch. Ich trau mich nicht. Ich weiß, und ich weiß ja auch, wenn wir weggehen, und ich flirte dann auch in seinem Beisein, und weil ich weiß, wie ich auf Männer wirke. Du könntest doch auch solche Sachen arrangieren, mehr so vielleicht so Gruppengeschichten, wenn es schon einmal passiert ist. Na, wir waren auch schon zusammen im Swingerclub. So. Ja, dann mach das doch mehr. Ach, ich trau mich nicht. Wie, ich trau mich nicht? Aber wenn ihr schon zusammen im Swingerclub wart, dann ist doch das Eis gebrochen und die Tabuschwelle überschritten. Ja, aber das war noch, bevor er diese Äußerung gesagt hat. Und ich weiß nicht, ob er das vielleicht nur sagt, weil er kennt mich ja. Mhm. Er weiß ja, wie ich bin, dass ich halt eben diesen Sex brauche. Mhm. Und ihn auch viel brauche. Ja, guck mal, wenn du schon sagst, der weiß das doch, dann macht er sich doch auch seine Gedanken darüber. Und das verändert einen Menschen ja auch, wenn man permanent darüber nachdenkt, geht die jetzt fremd? Das fördert das Misstrauen, da ist man am Grübeln. Das ist letztendlich nicht förderlich für die Beziehung. Ich finde wirklich in diesem Fall, ohne dass ich jetzt Details von deinem Freund, von deinem Partner kenne, wag diesen Schritt und beziehe ihn damit ein. Tu das zur Rettung eurer Beziehung. Wahrscheinlich wirst du so schnell nicht wieder einen Mann finden, den du so liebst. Nee, glaube ich auch nicht. Vor allem, der das so mitmacht.
Das ist es ja. Und er sagt ja, aber er schmückt sich mit mir und er ist so froh, dass ich so bin, wie ich bin, so aussehe. Und er weiß ja meine Wirkung auf Männer. Das ist ja das Problem. Aber warum kann ich nicht Nein sagen? Das weiß ich nicht, weil du wahrscheinlich so veranlagt bist. Es gibt immer Menschen, die einen sehr starken Sexualtrieb haben. Ja, furchtbar. Ja, es gibt auch Leute, denen das sehr oft selbst bei sich auf den Geist geht. Es ist oftmals sehr störend, weil es ist bei mir wirklich manchmal, ich meine, ich bin nicht ein Roman oder so, aber es ist, ja, ich kann alleine, wenn ich mich konzentriere, kann ich einen Orgasmus kriegen, ich brauche nichts dafür zu tun, meine Gedanken. Mhm. Ich fahre Auto, ich fahre irgendwo hin und habe Bock. So, dann hat man nicht immer einen Mann oder weiß ich nicht, ja, dann muss man auch eben, aber das ist auch oftmals sehr, sehr störend. Es hängt nicht im Beruf, ist egal, weil auf einmal kriege ich Lust. Peng. Masturbierst du auch viel? Ja, klar. Ja. Was für eine Frage, ne? Ja, muss ich. Ja, das glaube ich schon, dass einen das sehr im Alltag beeinträchtigen kann. Schlimm. Das ist wie eine kleine Sucht, ne? Es ist schlimm, es ist wirklich, es ist für viele vielleicht lächerlich. Und ich rede offen, ich bin ein sehr offener Mensch, ich rede auch eigentlich sehr offen, auch in meinem Bekanntenkreis, die kennen mich. Und viele belächeln oder sagen, ah, ich wünschte, meine Frau wäre so oder, wenn die wüssten. Ich glaube ja immer, wenn das ein wirklich ein ganz bestimmtes Maß überschritten hat, das glaube ich bei dir nicht so, wie du es gerade beschrieben hast, dass man da schon sich in eine Sexualtherapie begeben sollte. Aber so krass ist es bei dir nicht, habe ich den Eindruck. Ich hoffe nicht, dass es noch schlimmer ist. Ich habe das Gefühl, je oller, je doller. Dann musst du irgendwann für dich entscheiden, ob es jetzt wirklich krankhaft wird, dass du dir wirklich von außen Hilfe holst. Das ist eine Entscheidung, die musst du musst du halt entscheiden. Das ist halt eine Gratwanderung vermutlich auch. Aber jetzt geht es erst nochmal um deinen Typ, um deinen Mann. Sag es ihm, bezieh ihn mit ein. Da brauche ich viel Mut. Ja, da brauchst du viel Mut. Aber auch das gleiche Lied immer wieder, du brauchst offensichtlich weniger Mut, immerzu mit anderen Typen ins Bett zu steigen. Ja, es ist, dann ist als wenn ein Schalter und... Ja, klar. Gier, sexuelle Gier. Ja, die Geilheit ist die Geilheit auf den Mann und dann ist wenn es Feierabend. Und ich finde ja auch immer... Maria, dass man irgendwie auch so in so Entscheidungen treffen sollte, so im Leben, was einem so richtig wichtig ist. Und da sollte man Prioritäten hinsetzen. Und auch die ganze Energie so hinzielen. Wenn du sagst, die Priorität ist eigentlich meine Beziehung, meine Liebe zu meinem Mann. So, dann fordere ich eigentlich von dir, dass du da auch deinen Hintern für hochkriegst. Mir ist klar, dass du das andere vielleicht nicht ganz abschalten kannst. Aber dann bau in dieses Leben deinen Mann mit ein. Ja, werde ich müssen, weil ich kann nicht drauf verzichten. Dann werde ich, das ist so, wenn man nichts zu essen kriegt, der fängt an zu zittern und wird bockig und das passiert mir. Also, du wirst mit ihm sprechen. Okay. Okay, alles Gute. Danke dir. Tschüss. Die Mädels. Melissa, 21. Guten Morgen. Hallo? Hallo, Melissa. Hallo, ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Sag mal so ganz grob das Thema, um was es geht. Albträume. Aber du machst bitte mal erst den Fernseher oder das Radio, ganz leise. Sonst haben wir ein Doppelhaar. Ja, Albträume. Es geht darum, dass ich massive Albträume habe und dass das auch in der Realität passiert. Ich zum Beispiel träume, es war vor 2 Jahren, ich war am Schlafen, ich habe geträumt, wie soll ich jetzt anfangen, dass mein Opa gestorben ist. Und in dem Traum hat das Telefon geklingelt. Und ich bin so aufgestanden, mein Bruder ist ins Telefon gerannt, ich so, mein Opa ist gestorben. Der so, was redest du da, kommt dann ist er wieder ins Zimmer gekommen, Opa ist gestorben. Und dann, ich habe angefangen zu zittern und ich weiß nicht. Und das war auch mit meiner Cousine, die hat sich erhängt. Er hat Selbstmord begangen und das habe ich auch eine Woche vorher geträumt. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, ja, die Cousine hat sich erhängt. Und ich so, nein, das kann doch nicht sein. Du hast das genau so geträumt? Ja, mit der Beerdigung und alles. Und meine Tante war krebskrank. Ich habe geträumt, dass sie gestorben ist. Also es sind immer Träume, wo es um Tod geht. Und was dann hinterher dann auch eintrifft. Genau, und wenn ich auf der Arbeit bin... Und auf einmal kommt vor mir so ein Film, so irgendwas, was Schreckliches passiert, aber ich kann es nicht einordnen. Also ein paar Tage später erfahre ich, meine Cousine ist tot oder irgendwelche Sachen. Nein, ich habe das jetzt gerade so verstanden, dass das richtige Nachtträume sind. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, wenn ich bei der Arbeit bin
und dann habe ich so eine Stimmung. Sind das denn auch so Tagesvisionen? Genau. Ja, was das denn ist jetzt? So, das ist so, dass mich das im Alltag so beeinflusst. Aber du träumst das erstmal in der Nacht im Schlaf? Genau. Und dann kommt das so wie so ein Film so in Sekunden. Ach so. Dass das ich so, nein, ich zitter dann. Mhm. Und jetzt, wenn ich einen Tag von meiner Mutter nichts höre, ich habe Angst, dass was passiert ist. Mhm. Irgendetwas. Und ist es so, dass du dass schon Angst hast, schlafen zu gehen, weil du eventuell wieder träumen könntest? Genau. Ich mag es auch überhaupt nachts nicht mehr zu schlafen. Ja. Wie lange? Du bist 21, habe ich gerade gesagt. Seit wann hast du schon diese? Schon Jahre. Und ich traue mich das auch gar nicht so Leuten zu erzählen, dass sie mich dafür verrückt erklären oder so. Ja, es ist ja schon fast richtig gruselig, wenn du Sterbefälle vorhersehen kannst, quasi im Traum, ist das schon. Man wischt ja solche Sachen wirklich ab, als das sind nur Träume und das sind. Aber hör mal, als das zum ersten Mal passiert ist, das ist ja schon ein Hammer, wenn man sowas erlebt. Man träumt genau das und ein paar Tage später passiert. Das war sofort am Morgen, während ich das geträumt habe. Und da habe ich meiner Mutter gesagt, wie ist denn mein Opa gestorben? Ich habe ihr das gesagt und da hat sie zu mir gesagt, ja, genau so ist er verstorben. Mhm. Als ob ich da an seinem Sterbebett gesessen habe. Als du das zum ersten Mal realisiert hast. Da habe ich das wirklich realisiert. Meine Frage ist, als du das zum ersten Mal realisiert hast, Was kam da für ein Gefühl in dir hoch? Angst vor mir selber, wenn ich schlafe, dass ich irgendwas träume und Menschen, die ich liebe, dann verlieren tue. Oder ich. Gibt es denn auch schon mal, doch vielleicht mal Geschehnisse, die du träumst, positive Sachen, die dann auch eingetreten sind? Positiv ist überhaupt nicht. Mhm. Ich träume auch von mir selber, dass ich zum Beispiel irgendwie weiß es mir anziehe und keine Ahnung und irgendwo weiß ich nicht. Und da habe ich wirklich Angst, scheiße, passiert dir selber was. Mhm. Deine Mutter weiß davon, dass du solche Träume hast. Ich habe ihr das einmal erzählt, aber sie sagt, Mensch, das war vielleicht, dass du mit deinem Opa so lieb hattest und dass du das vielleicht deswegen bekommen hast. Sonst weiß das keiner. Nein. Weil du dich schämst, dass die Leute denken, du bist irgendwie ein bisschen verrückt oder wie. Genau. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich kann nachts überhaupt nicht mehr schlafen. Du hast jetzt gerade, wenn ich jetzt mich gerade erinnere, 3 Todesfälle geträumt, ne? 3. Gibt es auch, also auch schlimme Sachen, aber nicht so ganz schlimme Sachen wie ein Tod, die du träumst? Was, das ist so ein Gefühl im Herzen, dass ich merke, irgendwas passiert, aber ich kann es nicht einordnen, was passiert oder was es ist. Ob es ein Autounfall ist, ob es irgendetwas ist, ich kann es nicht einordnen. Verfolgt dich das sehr in dein normales Leben, in deinen Alltag? Wenn ich morgens aufstehe, ich bin schlecht gelaunt, ich esse nichts, ich bin total schlecht drauf und mein Freund sagt auch schon, lass deine schlechte Laune nicht an mir aus, ich weiß auch nicht, was du heute wieder hast. Wer sagt das? Dein Vater? Nein, mein Freund. Dein Freund. Dem hast du davon auch nicht erzählt? Nein. Der wird das auch, glaube ich, gar nicht so ernst nehmen. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite in der Produktion. Ja. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe auch schon mal überlegt, zum Psychologen zu gehen oder irgendwie zum Arzt zu gehen, dass ich irgendwelche Medikamente bekomme, wo diese Träume eingestellt werden. Also ich finde auf jeden Fall, Melissa, erstmal gut, dass du angerufen hast. Wenn du dich sonst geschämt hast, irgendwelchen Menschen das zu erzählen, finde ich toll. Ich kann das auch keinem erzählen. Ja, aber ich finde es toll, dass du dich traust zu erzählen. Das finde ich schon mal einen guten Schritt. Ich frage mich auch, warum ich das träume. Wie kann das sein, dass ich einen Tod vorhersehe, dass keiner, nicht mal Ärzte oder irgendwer vorhersehen kann? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass es solche Phänomene gibt und ich weiß, dass die meisten Menschen darunter sehr leiden. Ich leide darunter. Sehr leiden. Und dass es sehr, sehr schlimme, schwerwiegende Folgen hat für deren Leben. Und bin auch der Auffassung, dass da geholfen werden sollte, dass da professionelle Hilfe ran muss. Ein Psychologe, ein Psychiater, vielleicht jemand, der sich auch gerade mit solchen Grenzbereichen gut auskennt. Wir werden mal versuchen, dir jetzt ein paar gute Informationen zu geben, an wen du dich wenden solltest. Das heißt, du legst jetzt auf und meine Psychologin, die Claudia, ruft dich an. Okay. Okay? Von Herzen alles Gute. Und Dankeschön, Dunkel. Tschüss, Melissa. Tschüss. So, ihr Lieben. Das war's für heute Nacht. In der Technik war Malte E-Mails. Morgen. Was ist morgen? Morgen ist Freitag. Morgen ist schon wieder Freitag. Ist ja Wahnsinn. Ist die Woche schon wieder rum.
ernst genommen ist ja jetzt schon Freitag. Also morgen ist die Nacht dann von Freitag auf Samstag. Da haben wir natürlich auch wieder eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann könnt ihr jetzt schon mailen. Mailen könnt ihr immer unter domian@wdr.de. Die Leitungen, die Telefonleitungen sind geschaltet morgen wie immer ab 0 Uhr. Und um 1 geht's los hier im Radio bei 1 Live und im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht und ich freue mich auf morgen mit euch. Bis dahin. Tschüss. Freitag, der 1. Oktober, es ist 2 Uhr. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie nach.